So, willkommen zurück bei The Witcher. Mal schauen, ob es diesmal funktioniert. Im Saftsack, ey. Ihr seid am Zug, Yavet. Ich lernte schon vor langer Zeit, mich nur auf mich selbst zu verlassen. Bevor ich euch töte, müsst ihr wissen, Triss Merigold wird in diesem Moment ins Labor geschleppt. Dort wartet die Folter auf sie. Früher oder später bricht jeder zusammen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Was sagt ihr dazu, Hexer? Immer noch der gleichgültige, harte Bursche? Ihr blöfft. Ihr schickt mir Meuchler hinterher, verliert euch in großen Worten, droht mir mit dem Tod. Aber ihr habt Todesangst und zögert das Unvermeidliche nur hinaus. Alazar bin Tala. Ich musste nachdenken. Feigling, ihr kennt die Strafe, die euch erwartet. Ihr könnt ihr entgehen, wenn ihr Geralt von Riva tötet. Ihr könnt euch meine Gnade verdienen. Eure Drohungen beeindrucken mich nicht mehr. Macht euch bereit, Zauberer. Euer Ende ist gekommen. Schön wär's, Mann. Wir sehen uns wieder, Weißer Wolf. Berengar traf seine Entscheidung. Er wusste, wo sich Yavet versteckte. Er wusste auch, dass ich den Zauberer irgendwann finden würde. Er wusste, für jeden von uns wäre es Selbstmord, Yavet allein entgegenzutreten. Hä? Alter, was ist jetzt passiert? Berengar, was hat... Ihr hört mich gerade sprachlos. Was? Alter, was war das denn? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Berengar hat den eiskalt abgestochen. Geil. Mann, unser Inventar ist voll. Ich glaube, das hier hatte ich schon. Nee, hatte ich noch nicht. Jetzt habe ich es gelesen. Warte mal. Was habe ich denn nur einmal? Irgendwas einmal? Nee, zweimal. Das ist Alkohol. Das hier. Das ist ein Pulver. Kann ich nichts mit machen. Da liegt ein unbekannter Trank schon. Ich schmeiß das hier mal eben weg. Oh, das sieht so aus, als bräuchte ich das, wenn das die Natur ist. Warte mal. Nehmen wir mal wieder mit. Speichern. Erstmal speichern, so. Okay, Bernstein. Schriftrolle. Diese Notizen enthalten die Formel für einen Trank, der aus einem Kotschai-Herz gewonnen wird. Nach Genuss gewährt der Trank ein Goldtalent. Wow. Das ist ein Questgegenstand. Ein Wein. Muss mal eben. So. Hat er sich verdient, oder? Große Brüder. Die Dokumente beschreiben Übermenschen oder Supermutanten, die große Brüder genannt werden. Dieses Buch. Ja, toll. Ich speichere für euch aber nochmal. Also, ganz ehrlich, was Berengar da jetzt fabriziert hat, Respekt. Also, ich glaube, ich habe keinen einzigen Schlag ausgeführt und der Typ war schon tot. Ich musste nachdenken. Okay, er sagt auch nichts mehr dazu. Ich habe Azar Yavet getötet, den Anführer der Salamandra. Die Hydra hat ihren Kopf verloren. Diese kriminelle Organisation existiert nicht mehr. Ich muss diese Kammer gründlich durchsuchen und die
Okay, die Kammer konnte ich durchsuchen. Das wollte ich gar nicht. Da ist ein Spiegel. Da ist Berenga. Ich kann. Hier ist ein Spiegel. Kann ich da was machen? Ja, kann ich. Javid, könnt ihr mich hören? Was geht hier vor? Machen die Experimente Fortschritte? Ich brauche die mutierten Ritter des Ordens dringend in Vizima und schickt mir mehr von den Misslungenen. Ich kann mir keine Verzögerungen leisten. Antwortet! Javid ist tot. Hexer Geralt? Rechnet wieder mit mir, Großmeister. Bald. Hoppala! Wolf, ihr lebt. Hi. Yevin, ich freue mich, dass ihr noch am Leben seid. Habt ihr gefunden, was ihr wolltet? Ja, aber es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Wolf. Ich habe den Anführer der Salamander getötet. Aber ihr seid trotzdem nicht zufrieden? Noch nicht. Es hat sich herausgestellt, dass die Salamanderer nicht allein gearbeitet haben. Der Orden der Flammenrose steckt hinter allem. Das überrascht mich nicht. Ich muss es sofort dem König sagen. Wohl wahr. Ich habe ein Boot am Landungssteg. Kommt dorthin, wenn ihr bereit seid. In Ordnung. Ey, danke. Ihr wisst gar nicht, Leute, wie ich mich freue, ja? Dass wir das mit Javid jetzt geschafft haben. Ich hatte echt befürchtet, ich hatte ja keine Ahnung, was Berenga da auf einmal fabriziert hat. Der hat ja so schnell platt gemacht. Ich selber konnte gar nichts tun. Bin ich ehrlich gesagt auch gar nicht wirklich böse drum, dass der Typ weg ist. Aber was das war? Naja. Moment, hier bin ich. Ach ja, wir müssen ja genau einmal alles zurück. Und Berenga sagt nur, ich musste nachdenken. Eine Feuerstelle. Haben wir ein neues Talent bekommen? Mal schauen. Sieht nicht so aus, ne? Nein, wir haben keine Talente. Na gut. Machen wir trotzdem mal eben hier eine Stunde Pause. Also. Eieieiei. So. Wir können eh nichts mitnehmen. Und dein Inventar ist voll, kann ich auch einfach hier durchmarschieren. Hier hat er also ein Boot. Ah, da steht er ja. Aber ich sehe kein Boot. Da ist Yevin, aber kein Boot, mein Freund. Doch, da ist das Boot. Okay, hab nichts gesagt. Hi. Wolf. Ist das Boot bereit? Ja. Vizima in Aufruhr erwartet uns. Lass die Rhetorik und... Was? Lasst die Rhetorik und legt euch in die Riemen. Ich bin... Ach so. Lasst die Rhetorik und legt euch in die Riemen. Die Flammenrose. Gut, dass wir uns der nicht angeschlossen haben. Epilog? Moment. Euer Hoheit, wir haben einen Sieg errungen. Trotz schwerer Verluste haben wir das Händlerviertel zurückerobert. Bestens. Was gibt es Neues von Devent? Er ist tot. Der Hexer, dieser gottlose Schlechter, hat ihn niedergestreckt. Dieser nutzlose Devent. Haben die Ausrufer das Volk informiert, dass Prinzessin Ada zur Striege wurde? Ja, aber der Hexer hat die Bestie gefunden.
Geralt von Riva. Nur er steht noch zwischen mir und... Wir müssen die Flammen des Chaos schüren. Schickt weitere unserer Experimente hinaus und lasst die Elfen alles verwüsten. Großmeister, ich protestiere. Als Adliger und Vertreter der... Genug. Gebt den Leuten mehr zu essen und sagt ihnen, dass jeder gottesfürchtige Mensch Zuflucht in der Burg des Ordens der Flammenrose findet. Adalbert, ich danke euch für eure treuen Dienste. Bringt ihn weg. Eine neue Zeit bricht an. Eine Zeit der Übermenschen. Weiter. Niemand wird mich aufhalten. Ich mache euch zu meinem neuen Adjutanten. Kennt ihr eure Aufgabe? Hexer töten. Dann geht. Abwarten. Jirvid ist... Wir haben es schließlich Jirvid. Oh! Geralt, ihr kommt in einem Moment, den man guten Gewissens als historisch bezeichnen kann. Ich freue mich, dass ihr noch lebt, Rittersporn. Aber ich habe wichtigere Dinge, die... Wichtiger als die weitreichenden Konsequenzen einer Allianz zwischen Temerien und Redanien? Hört mit eurer Dramatik auf und erzählt mir, was geschieht. Gut, ich fasse mich kurz, bevor Yevind verhaftet wird. Solange ich hier bin, wird das nicht geschehen. Der König wird gezwungen sein, mich vorübergehend als Verbündeten zu akzeptieren. Seid ihr da sicher? Mit Radovid von Redanien hat Foltest schon einen Verbündeten. Ich bin sicher. Das Leben der Menschen ist kurz wie das der Eintagsfliegen. Sie können mich nicht überraschen, weder König noch Dichter. Entschuldigt, Rittersporn. Ohne Einverständnis des Königs können wir die Stadt nicht durchqueren. Ihr seid immer noch ein Elf, der gesucht wird. Dann reden wir mit eurem König. Genau das. Ja. Hi. Willkommen, Hexer. Euer Hoheit. Wir haben einiges zu besprechen. Gewiss. Genug der Worte, mein Sohn. Wir müssen das Feuer in diesem Hurenhaus löschen. Ihr bekommt die Hand der Prinzessin und, wenn mich das Leben etwas gelehrt hat, auch das halbe Königreich, sobald ich tot bin. Was der Aldersberg betrifft, wir müssen ihn loswerden. Der Hexer wird ihn töten. Was? Beruhigt euch. Wir bezahlen euch so viel ihr wollt. Ich bin ein Hexer, kein Mörder. Na gut. 10.000. Ist das nicht etwas hochgegriffen? Kommt schon, Foltest. Das Königreich ist viel mehr wert. Nun, ich nehme an, der Junge hat recht. Dennoch halte ich 8.000 für angemessener. Abgemacht. Dann sind wir uns ja alle einig. Radovid, eure Armeen müssen den Orden in Redanien und im Norden meiner Länder bändigen. Meine Armeen begeben sich auf eine Mission brüderlicher Unterstützung. Ich will keine brüderliche Unterstützung, verdammt nochmal. Der Ausdruck geht mir gegen den Strich. Ihr vernichtet die Ritter des Ordens und zieht euch zurück. Beruhigt euch, Foltest. Meine Kinder werden dieses Land einmal regieren. Ich will es nicht zerstören. Verzeiht mir, euer Hoheiten. Aber ich denke, es ist Zeit für mich. Eine Sache noch, Hexer. Ja? Sprechen wir über Politik. Und kommt mir nicht mit Neutralität. Wenn ich bedenke, wer euch begleitet, steckt ihr bereits bis über beide Ohren mit drin. Euer Hoheit, euer Wunsch ist mir Befehl. Für den Mann auf der Straße kämpft der Orden gegen meine Armeen. Aber dies ist eigentlich eine Konfrontation zwischen mir und dem Großmeister. Dieser ehrgeizige Fanatiker hat alle Aktionen der Salamandra gelenkt und die Unruhen vorsätzlich angezettelt. Was meint ihr damit? Ich dachte mir, dass euch das interessieren würde. Es interessiert mich sehr. Und das bedeutet, der Orden ist der Feind. Ist das klar? Vollkommen. Der Orden ist der Feind, nicht die Skoyatel. So ist es. Aber nur wenn diese langohrigen Teufel aufhören, meine Stadt anzuzünden und meine Kaufleute zu ermorden. Habt ihr gehört, Yevin? Und wenn diese langohrigen Teufel damit aufhören? Dürfen sie dann, als verzweifelte Kämpfer für Freiheit und Gerechtigkeit, auf die Nachsicht des Königs oder sogar Amnestie hoffen? Nur die, die ihre Waffen niederlegen und, ja, wir können nicht allen vergeben. Das Volk würde es nicht verstehen. Yevin, ihr müsst verschwinden. Verlasst diesen Ort. Geht weit genug weg. Ich halte meine Offiziere ein paar Tage zurück, bevor sie Jagd auf euch machen. Ihr haltet sie länger zurück und lasst sie nicht allzu gründlich suchen.
Als Dank dafür, dass wir euch der Aldersberg vom Hals schaffen. Euer Hoheit, da wäre noch etwas anderes. Hexer? Wie geht es Ada? Deutlich besser, als es ihr als Striege ging. Es dürfte aber noch dauern, bis sie wieder sie selbst ist. Hexer, wie kann ich euch danken? Ich freue mich, dass Ada wohlauf ist. Könnt ihr mir versichern, dass das Gleiche für die Freunde des Hexers gelten wird? Euer Hoheit? Ja, das kann ich versprechen. Hexer, ich will wissen, wer hinter all dem steckt. Devet hat die Prinzessin verwandelt. Wieso? Er handelte auf Befehl des Ordens. Dieser Bastard, wenn ich ihn in die Finger bekomme. Zu spät. Die Verantwortlichen glaubten, eure Position würde geschwächt, wenn die Prinzessin als Striege wütet. Devet hat seine Strafe erhalten. Es freut mich, das zu hören. Und jetzt geht. Besima brennt. Kämpfe wüten in der Stadt. Ihr habt eine schwere Zeit vor euch. Und hinter uns. Die Leute sehen uns Hexer als Ungeheuertöter. Zu Recht. Nur wenige wissen, dass es für uns befriedigender ist, einen Fluch oder Zauber aufzuheben. Schwerter sind die letzte Lösung. Solange eine Chance bestand, die Prinzessin zu retten, musste ich es versuchen. Es hat sich gelohnt. Ich regiere ein Land voller Idioten. Die Asche von Visima. Wir müssen uns beeilen. Ja, wo soll ich denn hin? Ich muss zum Kloster des Ordens und mit dem Großmeister abrechnen. Ich muss mich quer durch die ganze Stadt Visima bis zum Kloster durchschlagen und den Großmeister Okay, also den Großmeister töten. Ich hab's verstanden. Darf ich mal? Danke. Hi, Ritter. Sporn. Dann sprach der kühne Foltest diese Worte. Tugendhafter Radovid. Was zum Teufel soll das werden? Ich versuche, die Geschehnisse für die Nachwelt wahrheitsgemäß und exakt zu erhalten. Er sagte, genug der Worte, mein Sohn. Wir müssen das Feuer in diesem Hurenhaus löschen. Geralt, ihr habt keinen Sinn für Poesie. Es gibt die Wahrheit der Gegenwart und die der Legenden. Ihr seid unverbesserlich. Jupp. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Und auch ihr seid unverbesserlich. Lauft einfach los, die Welt zu retten, obwohl euch niemand darum gebeten hat. So. Also. Das haben wir, glaube ich, schon gelesen. Ja, das ist das mit dem Hexer und der Striege. Ich meine, das hätten wir schon... Ich glaube, das hatten wir schon mal gelesen. Wenn nicht, tut, dann könnt ihr auf Pause drücken. Aber das haben wir auch gelesen. Jawohl, das war das Experiment. Das haben wir wahrscheinlich auch gelesen. Jawohl, weg damit. So, was haben wir hier? Ja, weg. Auszug aus dem aus Kaimorheim gestohlen. Ach so. Kann auch weg. Diese Notiz erhalten die Formel für ein. Das sind Verträge, die werde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr brauchen. Weg damit. Wir könnten auf jeden Fall unser Schwert mit ein bisschen Zeug hier noch versehen. Fangst du jetzt Vampir? Es gibt Käufer für sowas. Ja, aber Moment. Die Dinger weg. Okay. So, Freunde, ich würde mal sagen, das war's für heute. Beim nächsten Mal geht's dann hier weiter. Mal schauen, was passiert. Und ich da erstmal bis dahin und ciao.